und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, wir sind hier immer noch in diesem Lufttempel. Ich merke gerade, boom, wissen wir, Kämpfer wechseln. Ich glaube, wir haben Simon freigeschaltet, ne? Ja, noch irgendjemanden? Pit? Ne, Simon. In Pink. Simon in Pink. Ja. Wir haben irgendwas hier ausgelöst, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo hier war was, ne? Weiß nicht mal genau was, aber was soll's. Hier war noch genau der hier. Stärkere Beine für Gegner. Das sind diese Mimik-Throne aus Kid Icarus Uprising. Ich vergaß, die waren voll schwer zu erledigen. Die Wertspielansicht, was auch voll schwer war. Was kann er noch mal? So. Ich treffe dich von hier aus. Auch nicht. Muss ich auspatchen, Lady. Oh. Ich bin Simon Belmont. Ich habe eine Knarre. Alter. Ich will noch ein Schild. Also gut. Ich liebe es, wenn die so von der Wand abfallen oder von der Decke und wegfliegen. Also was richtig stylisch ist. So, ich glaube, hier war noch irgendein Gegner, aber den kriege ich natürlich wieder nicht down. Oh, ich dachte, man kann auch von hier aus sein. Was ist das hier? Ach, da war, ich glaube, Pit, ne? So, wie versuchen wir mal. Lucario, kritische Gegner fallen manchmal super stark. Oh Gott, hier sind wieder voll viele Gegner. Versuchen wir mal. Irgendwann müssen wir diese 3-Sterne-Dinger ja erledigen. Ja, ich werde natürlich zerstört. Junge, Alter, wollte ich gar nicht machen. Ey. So, Dinger, ich, der Kampf beginnt und ich krieg schon auf der Fresse. Ey. Muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ey. Ich denke, irgendwie so Fähigkeiten, die mir irgendwie den Schaden reduzieren oder irgendwie so was. Lustig. Ja, wäre gut gewesen, wenn du runtergefallen wärst, ey. Boah. Ja. Nee, wenn ich nur 10% bei denen abziehe. So lange, ey. Aber irgendwie muss man das doch schaffen, ey. Also von an sich ist das doch viel zu schwierig. Irgendwie, wenn ich auflevel, dann müsste das doch viel besser gehen, oder? Steht das nicht. Cool, da. So, ich brauche nur einen Gegner. So, stärkere Magie und Psi-Angriffe. Komm schon, da will ja wohl zu schaffen sein. Klingt jetzt nach nichts so unglaublich nervigen. Oder auch nicht. Du hast natürlich die Reichweite voll drauf, ne? Boah. Sich auspeitschen, Lady. Boah. Boah.
Lass mal aufhören, nur diesen Angriff einzusetzen. Das ist nicht unmöglich. Da werde ich auf jeden Fall schaffen. Oh, darf einfach nicht wahr sein. Oh, sehr gut. Muss schon sagen. Ja, Kuldra, keine Ahnung, wer das ist. Anscheinend neu. Ich muss mir angewöhnen, diese mittleren, die 3-Sterne-Kämpfe langsamer zu machen. Jetzt muss ich mich auch noch daran erinnern, dass in diesen Dingen ja noch in diesem blöden Tempel hier noch was ist, was ich noch nicht gemacht habe. Muss ich halt irgendwann zurückkommen. Was ist das hier? Achso, von hier kann ich. Seid ruhig. Ja. Ja, was habe ich ja noch mal aktiviert? Ach ja, die Brücke. Ich kann jetzt über die Brücke, genau. So, das sind 3 Gegner. Das ist schon nicht. Kann mich wieder erinnern, was das war. So, ich kann über die Brücke. Da sind hoffentlich schwächere Gegner, ne? Ich renne. Ich renne. Ja, ich renne. Guck mal, wie er rennt. Oh, ne, hier. Ah, schön. Wir sagen es einfach. Soph oder Sotte aus Fire Emblem Radiant Dawn. Der trägt bauchfrei. Warte mal. Platsch. Ja, gut. Schlag-Items. Ich habe wahrscheinlich noch nicht genug Punkte, aber ich will auf diesen 120er hier aufbauen. Mein Wissensbaum. So. Oh, hallo, das sieht aus wie Pac-Man. Samus. Komm her. Vielleicht bräuchte ich auch einfach nur bessere Geister. Wäre vielleicht auch eine Idee, ne? Ich sollte ein bisschen mehr auf der Geistertafel hier verbringen. Ein bisschen mehr Zeit. Ja, okay, wir sind beide Fernkämpfer. Das ist nicht so gut. Also beide. Aber Simon ist irgendwie nützlicher, glaube ich, aus der Ferne. Klatsch. Au. Ja, geh weg damit. Sagen. Auch Feuer hier. Meins ist besser. Meins kommt in der Flasche. Hey, wie du hast auch eine Peitsche. Oh Gott. Was? Ich krieg die wieder nicht. Boah, Alter. Wie ich nicht mal an die herankam, ey. Sie nur ein ab? Was? Ich will sie die mit einem Schlag ab. 9. Ja, mit einem Grab, aber trotzdem. Ich glaube, meine Geister sind kacke.
Ja, jetzt auch so 8 abgezogen, aber ja. Nach müsste ich, glaube ich, genug Punkte haben hier, um diesen einen Ding hier zu holen vom Wissensbaum. So bin ich denn jetzt da weggeflogen, ey. Boah, will ich verarschen. Ha, wow. Boah, wieso kriege ich die nicht getroffen? Hat die wieder ihren scheiß Bumerang, ey. Ey, das boah, nein. Oh. Gibt's doch einfach nicht. Ey. Oh. Komm her. Leute, meinen, mit dieser Peitsche müsste ich ja alles erreichen. Ja, jetzt lässt du mich mal von so einem Ding treffen, ey. Weil ich spinne, ey. Aus dem Grab befreit, ja. Wer frisst das? Oh, ist alle. Oh, jetzt komm, jetzt stell dich nicht wieder an. So. Oh, Pudding. War laut. Boah, jetzt macht ihr mich wieder fertig, ey. Guckt euch an! Ey, die sind 1000-mal schwieriger als irgendwie Computer auf Stufe 9, ey. Nein. Nein, nein. Oh Gott, jetzt bist du dran. Komm her. Boah. Dreck, ey. Alter. Ey. Ja, was kämpft nun mit? Geil. Boah. Ich habe ganz zu lernen, wir ihn sogar im Laden kaufen. Was tut sich? Ja. Wieso gerade ein Feuerball auf mich? Da ist was. Das ist unten rechts, da bin ich noch nicht mal. So, okay, Wissensbaum. So, nein, einer fehlt mir noch. Das darf nicht wahr sein. Dungeon Man. So, was mein Schreiber? KP auf 0. Okay. Mal wieder ein paar Dinger ja gemacht. So, hab gemacht. Ich glaube nicht, dass das stackt, also dass sich das stapelt. Wenn man zwei Ausdauergeister hat, deswegen. Oder könnte vielleicht zu deinem Verderben sein, weil ich viel. Okay, vielleicht doch. Ja, ich glaube, ich hätte dann 10 dazu bekommen, ne? Ich weiß es nicht. Und mein Bonus ist weg. Bist nicht. Und eigentlich so noch gewinnen.
Ja, jetzt wohl gerne. Ja, ist gut. Boah. Das ist eigentlich voll selten, dass man damit trifft, aber der macht das natürlich jedes Mal. Oh, jetzt kann ich mir dieses Ding endlich holen. Hey. Und jetzt mal gucken, was ich mir als nächstes holen würde. Erstmal genug Wege öffnen. Wissensbaum. So, hier. Schnell all deine Spezialtechniken. Ja, mit. Jetzt hätte ich gerne irgendwie sowas Abwehr irgendwie. Macht beim Smash auf Land katapultiere ist da. Jetzt so allgemein irgendwie aber meine Verteidigung erhöht, das wäre nicht schlecht. Erhöht Angriffskraft gegen Metallgegner. Deine Smash-Angriffe vergiften gelegentlich. Was? Verringert Schaden durch Gift, verringert Schaden durch Feuerböden. Diese Sachen brauche ich nicht wirklich, weil ich habe mir extra dafür so Decks hergestellt. Dann wäre kurzzeitig die eigene Smash-Angriffe, die treffen, heilen dich. Das ist so lohnende. Ah, okay. Keine Ahnung. So, jetzt müssten meine Angriffe ein bisschen mehr reinhauen. Kleinen Stein. Ah, nein, ich habe immer eine Ausdauer, egal. Kleinstein. Das ist so ein bescheuerter Name. Lass mal sehen. Alter. Ich kann auch deiner. Oh Gott. Ja, ist gut. Da waren zwei Pfeile nach oben. Also nicht mal, das macht sehr viel mehr Schaden. Was ist das? Er hat sich einfach geduckt, ey. Kleinstein, Wasserabwehr runter. Warum sollte ich den ausrüsten, wenn er mir nur Nachteile gibt? Was? Oh, warte mal, ja. Voilà, der ist aus Fire Emblem Awakening. Dazu baust du Angriff, so kommen wir auch so aus. Mensch, reduziere KP, jetzt geht es auf 0. Okay, Ganondorf ist sehr langsam und ich habe viele Sachen zum Werfen. Also. Oh Gott, ich will da gar nicht springen. Nein, lass mich auf die Seite. Ich muss fast genau gleich mal wie beim Duck Hunt diesen einen Kampf hier, wo ich Duck Hunt gespielt habe. Warum wärst du eigentlich ab? Das ist eine super Rüstung, ey. Alter, warum macht denn der so viel Schaden? Alter, lass mich doch mal kurz hier. Er fängt da natürlich. Ey. Ja, danke. Ich glaube, deren Geister sind einfach viel zu stark. Ey. Kann nicht sein, dass ich hier von jedem Gegner noch auf der Fresse krieg. So, ich gibt ja nicht irgendwie eine Möglichkeit für mich hier irgendwie hier stärker zu werden. Zugfahrt, die ist lustig. Ja, okay, also ich kann wieder nur eine Richtung hier gehen. Obulon, ich glaube, das aus Wario wäre, ne? Wollte so einen richtigen Killergeist. Wie soll ich auf der Geistertafel hier versuchen? Oh nee, Helfer doch fehlen. Alter, das Ding macht voll viel Schaden.
Was machst du da, ey? Lass mich. Jetzt spammt die ganze Zeit nur diesen einen Angriff. Geil. Alter. Ist überhaupt nicht nervtötend. Ey, Junge, manchmal regt mich hier echt auf, ey. Immer irgendwie so eine scheiß Kombination, ey. Was ist das für ein Angriff, ey? Oh, Junge. Alter. Ey, Mewtwo macht mir ja noch nicht mal... Mewtwo ist einfach nur nervig, aber der Typ, ey, den kriegt's ja gar nicht hier ausgewichen hier. Boom, verpiss dich. Verpiss dich, hab ich gesagt. Boah. Was ist denn für ein Angriff, ey? Voll retarded sieht das aus, ey. Mal kannst du mal wieder hier unten landen, das lief irgendwie voll gut. Ah, oh, jetzt kommt der auch noch und geht mir auf den Nerven. Ah, oh, verpiss dich. Als ob ich den jetzt noch hier schaffe. Das ist nur Level 2, ey. So. Blöder Kampf, ey. Du kommst einfach nur so auf den Boden gesprungen. Das sah nicht mal aus wie ein fertiger Angriff. Der sah einfach nur aus, als hätte jemand hier runtergezogen die ganze Zeit. Ja. Okay. Rotom, stärker Elektroangriff für Gegner. Ja, Pichu, der macht sich mit seinen eigenen Elektroangriffen Schaden. Und ja, da ist echt so. Betreten, Simon. Ja, guck mal, ich habe den noch gar nicht getroffen, aber bekommt trotzdem Schaden. Boah. Damit, ich habe jetzt gerade gerettet. War schon wieder? Hey, warum ist denn jeder Kampf so nervtötend? Ey? Nein, jetzt nehmen die sich wieder den Blöden. Oh. Da haben die sich aber auch echt überlegt. Ey. Haben sich aber auch echt überlegt hier, wie sie die Angriffe hier machen. Extra. Extra um die Spieler zu nerven, ey. Wir haben schon nachgedacht, was so die nervigste Kombination aller Zeiten ist, ey. Oh, der Mann, Hepatrophäe machen ja, nee. Obwohl, der, den finde ich jetzt nicht so schlimm. Nur von dem Bildschirm ja auseinander. Aber es sind schon wieder mehrere Gegner. Da könnte denen ja auch schaden, ne?
Wisst euch. Ja, toll, was machst du jetzt? Mich nach unten? Nach unten schubsen? Ja. Ja, wenigstens machen wir ein bisschen Fortschritt. Ich meine, gab ein paar Stolpersteine bisher, aber so an sich erreichen wir ja relativ viel. Ich bin am Anfang. Wow, wat? Warte mal, da war noch einer. Google Billy. Was sind meine Items? Dem. Beim ersten sieht man so in den Schatten so rote Augen, dann sieht man wieder die Kappe. Was ist das? Oh Gott. Alles klar. Haben sich selber rausgehauen. Au! Bin in den Rücken geschlagen, bist du ein Irre? Du. Boah, jetzt habe ich auch noch verloren. Gutes Mal. Boah. Bis euch. Also er ist noch nicht mal schwer und ich stemme mich hier wieder so an. Boom. Oh. Level 99 Evolution möglich. Ja, aber dann wird er nur 2 Sterne. Bringt mir nicht so viel. Na, warum ich denn immer nicht hier hingehe? Klammer eben, 1 Stern. Die Steuerung wird plötzlich gespiegelt. Ich glaube, dagegen habe ich. Ich habe mir gegen alle möglichen Sachen irgendwie so ein Set hergestellt. Kann ich vielleicht auch mal ausrüsten. Meine mit erhöhte Spezialangriffe, also was ich mir da letztens geholt habe, hat nur mein Ding hier stärker geworden ist. Also dieser Angriff, das ist ja nochmal normaler Spezialangriff. Kann wahrscheinlich sein, ne? Die anderen fand ich jetzt. Oh, oh Gott. Wir normal steuern. Ich habe in die andere Richtung. In die andere Richtung eigentlich. Ah, gut. Ich wollte ihn eigentlich in die andere Richtung werfen, aber wo die Steuerung gespielt habe ich in die andere Richtung geworfen. Dreck. So. Da ist eine Röhre, warte mal hier. Hier haben wir noch 2 Level 1 Gegner. Smash auf 2. Ja, kein Ding. Schaffen wir schon. Dürfte jetzt nicht so schwierig sein, da 3 Stück. Geiler Pyjama. Ich schon, dass das mir eigentlich mehr hilft, ne? Voll im Rhythmus. Sehr gut. So, jetzt haben wir ein paar neue Gebiete hier. Schön, ne? Scheint ja alles frei. Verdammt. Das braucht es 9 Pokémon der Kategorie Transport. Labras. So glaube ich, ne? Da komme ich denn hin, wenn ich hier reingehe.
Das Spiel stürzt jetzt ab. Willi. Okay, um zu gehen. Diese drei mit Bonus-Kämpfer einschlafen. Aber jetzt keine Lust. Wir werden einen neu erlegen. Den einen Stern. Urban Champion Kämpfer. Was? Helfer Trophäen? Nein. Der Gegner springt nur selten. Ich mach den fertig, bevor er nervig wird. Aber da du nur selten springst, boom. Kannst du meine Peitsche nicht entkommen. Ich weiß noch nicht mal, ob die Helfer-Trophäe hier gewesen wäre. Okay. Wir werden es wohl nie herausfinden. Aber da mein ja. Meine Level 1. Meine Level 1er, Protoman. Kingepo aus Punch-Out. Quendan Cheergirls. Okay. Da ist eine Truhe, da will ich hin. Aber erst im übernächsten Part, so wie es ausschaut. Lass erst mal noch gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Kann ich mir irgendwas hier holen mit 12? Nee, ne? Vergessen. Ach, wenn ich die Dinger vergesse, dann kriege ich die wieder. Oh, das ist cool. Was brauche ich denn hier nicht? Wird die Bremskraft auf dem Boden. Ne? Standardangriffe hoch. Stärkere Griffe und Würfe. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Ja, aber gut zu wissen, dass ich jederzeit ändern kann. Lass mal sehen, kann ich ein paar Dinger kaufen, wenn es geht. Goldini mit der Pornostimme. Am Angebot, also durch habe ich Wert geholt. Der ist nicht neu, ne? Steht kein neu daneben. Na, da oben steht auch Besitz 1. Lernjuwelen mal 5. Ja, warum nicht? Aber mir dieses Fire Emblem Minerv. Minerva. Fire Emblem 1. Wie heißt diese Serie? Beautiful Joe. Oder ist das diese eine mit diesen Special 5 oder was weiß ich, wie das heißt? Ach ja, lass mal hier auch noch abholen direkt. Ja, glaube ich, ja, wenigstens hier. Kriegen wir noch mehr Punkte, hoffentlich. Beendet. Oh, GP. Gut, dann würde ich sagen, was? In der nächsten Folge machen wir Klassenmodus. Und ja, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und also, und dabei richtig toll und tschüss.